Hallo Gustav, lieber Michael. Hallo Thomas. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, wenn es wieder darum geht, Kundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses. Mein Name ist Thomas Klein, Experte genau für diese Themen, und hier mein Kunde und auch Partner Michael Franke, CEO von der GMPsoft GmbH, Experte und Chefentwickler für individuelle Softwareentwicklung. Und in diesem Video soll es mal gehen, ganz präzise, um einen Akquiseprozess, der in den letzten paar Wochen stattgefunden hat, wo du einen Kunden gewinnen konntest aus dem, sagen wir mal so, Automobilfahrzeugbau. Wir nennen natürlich den Kundennamen nicht. Ein paar hundert Millionen Euro Umsatz, ein paar tausend Mitarbeiter, also so ganz grob. Ne? Also so ein richtig schöner Sahne-Schnittchen, was gehobener Mittelstand, oder nicht mal gehobener Mittelstand, also richtiger standardmäßiger Mittelstand. Und dort funktionieren vielleicht, was der ein oder andere vielleicht nicht so auf dem Radar hat, weil halt auch sehr viele Trainings da draußen sind, die auch ihre Berechtigung haben, sie auch gut sind und so weiter für bestimmte Zielgruppen, aber ebenso für diese typischen B2B-Sales-Zyklen, Sales-Akquise-Prozesse und so weiter, da vielleicht nochmal ein bisschen das Ganze anders funktioniert. Und da wollen wir mal ganz konkret den Michael ein bisschen aushorchen, ja, ein bisschen mal reingreifen in die Gespräche und was es da so an Einwände gab und wie es dann dazu kam, dass eben der Kunde letztendlich abgeschlossen wurde oder geclosed, ja, im neudeutschen Sprachgebrauch. Also lieber Michael, wie war da so, einfach mal ein bisschen was erzählen. Ja, wo fange ich an? Also grundsätzlich wir wussten, dass es da gewisses Interesse beim Kunden für bestimmte Themen gab. Das ist halt auch immer so eine Arbeit, die ist mühselig, das ist immer vorher irgendwie abzuklären. Oft, wenn man gerade in der Kaltakquise ist, dann muss man sich halt dran gewöhnen, dass man den Kunden immer dann erreicht, wenn er entweder gar kein Projekt irgendwie in Aussicht hat oder gerade erst gestern eins entschieden hat und beauftragt hat. Also man ist da fast immer zum grundsätzlich falschen Zeitpunkt bei der Kaltakquise da. Jetzt im konkreten Fall, da wussten wir halt, dass da ein bestimmter Bedarf für ein bestimmtes Thema eben da ist. Und das wir auch sehr gut abdecken können. Und dann war halt der erste Schritt halt, uns da mal als interessanten Partner vorzustellen. Also erstmal wirklich per digitale Medien einfach, also PDF-Präsentation mal durchgeschickt und so einen kurzen Text, was wir so können und auch wie es konkret in das Szenario reinpassen würde. Und der Kunde hatte eben diesen Bedarf und hat dann eben uns zu einem Kennenlerngespräch dann eingeladen. Das haben wir remote über Teams gemacht. Was wahrscheinlich schon ein Faktor war in dem konkreten Fall, war ein Stück weit die räumliche Nähe. Also der ist halt auch aus dem Münchner Raum. Das ist, denke ich mal, bei vielen von den Mittelständlern auch trotz Corona oder sowas gibt's halt da immer noch diese Vorbehalte gegen das reine Online-Geschäft. Also da, selbst wenn die Arbeit jetzt auch zu 90%, 95% alles irgendwie online erfolgt, ist halt diese Möglichkeit, kurzfristig offline jemanden zur Verfügung zu haben, wo man nicht irgendwie erstmal ein paar Wochen auf ein Visum warten muss, ist halt auf jeden Fall auch ein Pluspunkt. Gut, dann gab es eben das Gespräch. Klassischer Vertriebstipp ist ja immer mehr zuhören, als man selber redet. Also das war in dem konkreten Fall halt auch so. Man muss halt trotzdem, also mein Gefühl ist, man sollte in solchen Gesprächen halt vor allem wirklich auf das Kundenthema eingehen. Also es bedeutet, weniger zu reden als der Kunde bedeutet nichts, dass man dann irgendwie gar nichts sagt. Und wo man massiv gewinnt, ist, wenn man das, was man sagt, wirklich auf den konkreten Fall anwendet. Also das war in dem Gespräch halt wirklich auch so, die hatten ein sehr komplexes Thema, haben sie dann auch so vorgestellt. Und da kamen halt dann von uns halt auch wirklich schon die konkreten Rückfragen zu diesem konkreten Thema. Also wir haben da auch gar nicht die Präsentation, die wir vorher geschickt haben, hatten wir da gar nicht ausgepackt. Also das ist auch immer ein bisschen von Gespräch zu Gespräch unterschiedlich. Wenn der Kunde keinen konkreten Anwendungsfall hat, dann packt man halt diese Standardpräsi aus. In dem Fall brauchten wir das gar nicht. Wir konnten halt direkt schon in die Projektthemen einsteigen, da in die Tiefe gehen und da schon so ein bisschen
zumindest, wenn man noch keine Lösungsansätze hat, würde ich auch empfehlen, die jetzt in so einem Gespräch noch nicht gleich irgendwie beizutreten, aber zumindest mal dem Kunden überzeugen, dass man Verständnis für die Problematik hat. Weil was halt, keiner hat irgendwie Zeit und Geld zu verschenken, also Zeit fast noch weniger als Geld, also in Zeiten von Fachkräftemangel ist jeder chronisch überlastet. Und wenn man in so einem ersten Gespräch schon ein Stück weit rüberbringen kann, dass man den Kunden verstanden hat und auch den Schmerz des Kunden und die Problematik, indem man mit eigenen Worten nochmal die Problematik zusammenfasst oder halt auch bestimmte Punkte, die dem Kunden wahrscheinlich wehtun, er aber noch nicht genannt hat, aber die schon mal vorwegnimmt, desto eher fühlt er sich halt abgeholt. Desto weniger hat er die Sorge, dass jetzt das Onboarding bei dir jetzt ewige Zeiten dauert. Ob das jetzt bei deinen Mitarbeitern genauso schnell ist oder so, ist ja dann fast schon egal. Also es kommt wirklich darauf an, dass er denkt, dass du ihm da unterstützen kannst und dass er halt möglichst wenig Aufwand letztendlich auch mit dir hat. Ich meine, das muss man sich halt auch nochmal klar machen, wenn ich da kalt in den neuen Kunden reingehe, der vielleicht auch schon andere IT-Dienstleister irgendwo an der Stange hat, für den ist es halt auch ein Kosten- und Zeitaufwand, da einen neuen Dienstleister anzubauen. Und wenn es auch nur darum geht, irgendwelche Onboarding-Dokumente auszufüllen und irgendwelche Freigaben zu erteilen. Und je mehr ich ihm da diese Sorge nehmen kann, je mehr ich ihm zeigen kann, okay, wenn du mit uns unterwegs bist, bist du einfach schneller unterwegs als jetzt, wenn du dir einen anderen suchst, dann Pünktlichkeit im Meeting ist zwar eine trivial eigentlich, aber hatte ich tatsächlich noch wirklich das Feedback bekommen, dass der Kunde es toll fand, dass es mit den Teams-Meetings so alles so reibungslos gelaufen ist, was ich eigentlich selbstverständlich finde, aber anscheinend gibt es da auch Kollegen oder Mitbewerber, die das dann eher so ein bisschen lapidar hinnehmen. Und ich glaube, bei uns auch wirklich ein Faktor, dass er halt mit einem Ansprechpartner gleich geredet hat, der halt da auch irgendwie verantwortlich ist und der die Entscheidungen treffen kann, also sagen kann, okay, wir machen es oder wir machen es in dem und dem Zeit- und Kostenrahmen. Wobei vielen anderen dann halt auch erstmal der Projektmanager dann loslaufen muss und sich vom Entwicklungsteam da irgendwie Feedback einholen muss. Das hat halt den Prozess massiv verkürzt und hat halt dafür gesorgt, dass wir da eigentlich relativ früh als kompetenter Partner auftreten konnten und dann eigentlich innerhalb von einem Call da schon quasi die Zusage hatten. Es war dann zwar, dass sie nochmal eine Nacht drüber nachdenken wollen, da habe ich dann auch nicht dahinterhergegangen. Es heißt ja oft in so Trainings, ja, man muss den Kunden wirklich closen und er muss Ja sagen. Bin da jetzt nicht so der Meinung, in dem konkreten Fall hatte ich echt das Gefühl, dass der kommt am nächsten Tag jedes Jahr. Warum soll ich den Kunden dann da irgendwie noch unter Druck setzen? Ja, da waren jetzt so viele Dinge dabei, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ich möchte es gleich von hinten auf nochmal. Wie lange hat es dann konkret gedauert vom absoluten Erstkontakt, ja, bis zum Close, also quasi bis zum Abschluss, wo du letztendlich die Bestellung hattest oder die Unterschrift? Oder hattest du überhaupt eine Unterschrift, ging es nur über eine reine Bestellung? Also in dem Fall war es einfach eine reine Bestellung aus dem SAP raus wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wann der Erstkontakt war, also wann wir das erste Mal auf dem Schirm waren, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo wir wussten, dass es einen Bedarf gibt, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann das okay hatten, war glaube ich eine Woche. Also eine Woche abgeschlossen und insgesamt das Projektvolumen Pi mal Daumen, kannst du das irgendwie abschätzen? Ganz rar. Ist schwierig abzuschätzen. Also wir versuchen bei Kunden auch immer, jetzt geht ja sehr viel um diese vertrauensbildenden Maßnahmen. Und wir versuchen da am Anfang jetzt nicht irgendwie mit der Tür ins Haus zu fallen, sonst wäre das auch nicht in der Woche irgendwie gemacht gewesen, sondern den Kunden halt einfach durch Leistung immer ein Stückchen weiterzuentwickeln. Im konkreten Fall hatten wir dann einfach mal gesagt, okay, wir machen jetzt das erste Monat. Da fällt es dann einfach auch leichter, dem Kunden Ja zu sagen dazu. Und ich kann mir ja vorstellen, dass es sich schon noch zu einem größeren Thema entwickelt. Also war in der Vergangenheit auch öfter, dass man halt mit einem kleinen Ding mal anfängt, einfach mal schaut, wie es läuft, Vertrauen aufbaut. Wie gesagt, Vertrauensmittel, die Maßnahmen sind das A und O. Je weniger der Kunde irgendwie Angst hat, dass er da Geld versenkt in dein Unternehmen, wo er keinen Benefit draus hat, desto besser. Und auf die Art und Weise kommst du halt dann so Stück für Stück voran. Ja.
Daran auch wieder viele Dinge drängen, zum Beispiel jetzt halt einfach, wie komme ich dazu, dass ich in so einem High-End B2B-Segment, also viele haben da vielleicht nicht so die Erfahrung, aber viele wollen da eben rein, auch viele, die mich beauftragen oder mich anfragen für eine Zusammenarbeit, denen empfehle ich auch, es mal zu versuchen, beim Mittelständlern, bei Old Economy und so weiter, weil da wirklich sehr, sehr viel Bedarf ist, ja, kannst du auch bestätigen, also Digitalisierungsbedarf, Softwareentwicklung und so weiter. Das ist jetzt keine Frage gewesen, sondern eine Feststellung. Und aber dann stellt sich wieder die Frage, okay, das sind Sales-Zyklen von einem Jahr und so weiter. Das muss nicht unbedingt sein. Man kann es auch runterbrechen. Man kann sagen, okay, ich verkaufe erstmal nur eine Ressource für einen Monat und dann kann ich aber auch einen Sales-Zyklus vom Erstkontakt, also was ist der Erstkontakt? Ne? Wir haben letztendlich eine Datenbank zum Beispiel bei uns bei Klein Marketing, also bei unserem operativen Geschäft als Agentur, sagen wir von 6.000 Maschinenbauern, ja, mit dem haben wir alle schon mal irgendwann gesprochen. Ja, also für uns gibt es eigentlich den ersten Kontakt eigentlich gar nicht mehr. Aber sagen wir von dem Moment an, wo wir wussten, es ist ein Bedarf, bis zum Abschluss eine Woche. Das ist aber auch nur möglich, wenn wir sagen, okay, wir brechen es runter, wir verkaufen erstmal nur eine Ressource für einen Monat, das sind dann irgendwie 14.000, 15.000 Euro, was dann gleich wiederum das zweite vermeintliche Herausforderungen oder Probleme von vielen Dienstleistern oder kleineren Dienstleistern auch gleichzeitig mitlöst. Also erstens mal schneller Abschluss, zweitens vertrauensbildend, wo du dann auch aufbauen kannst, du kannst dich beweisen. Und du hast das Problem nicht, dass ein Kunde auf einen Schlag 4, 5 Leute von dir will und du dann wiederum das Problem hast, okay, wie kriege ich jetzt die Leute her, du musst wieder vorfinanzieren und all diese ganzen Problematiken und Thematiken, die wir nebenbei bemerkt, auch in unserem niegelnagelneuen Skalierungskonsulting eingehend nochmal beleuchten. Kannst du dich gerne dafür bewerben. Jetzt kommt die nächste Frage. Also du wolltest noch gerade was zu sagen zum Nachholbedarf der Old Economy in Deutschland bezüglich Digitalisierung. Der brennt schon unter den Nägeln. Bitteschön. Da gar nicht mal so. Also witzigerweise sind die sogar schon relativ weit bei dem ganzen Thema. Also das ist auch manchmal auch ein Mythos. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass man halt bei diesen Mittelständlern, je nachdem, also sind auch alle irgendwie anders gestrickt, aber man hat da durchaus die Möglichkeit, dass man da pragmatisch gearbeitet wird. Also da geht es dann nicht so massivst nach irgendwelchen Prozessen, die das Ganze nur noch unnötig komplex machen. Also dass Prozesse sinnvoll sind und sowas geschenkt. Aber an manchen Stellen wird es halt einfach nimmt es dann überhand. Und wenn man eben wie im konkreten Thema halt mal so einen Probemonat, das kriegt halt auch jeder leicht mal eben vom Budget her mal durch. Also dadurch kriegst du auch hin, dass du dann irgendwie so eine Woche irgendwie dann unterwegs hast. Also ich hatte mal sogar einen Kunden, die haben mich gefragt, ob ich Kreditkartenzahlung nehmen würde, weil sie dann das noch auf irgendwelche Expenses buchen könnten, was sie da hatten. Der war jetzt nicht so hoch, aber ich fand allein die Frage fand ich irgendwie witzig. Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Ich nenne es immer so im Fachjargon des Vertriebs, B2B, Pocket Money. Und da hat sich auch vieles getan. Früher war das eher lockerer. Da hatten die meisten IT-Leiter eines Unternehmens ab einer gewissen Größe, hatten meistens immer so 10.000 Euro zur Verfügung, die konnten sie irgendwie spenden, ohne jetzt irgendwie zum Einkauf laufen zu müssen oder dich erstmal als Unternehmen, als Dienstleister listen zu müssen oder sowas. Bei manchen hat sich das reduziert auf 1.000 Euro oder irgendwas, egal. Das ist immer unterschiedlich, ist dann auch Teil des Akquiseprozesses, um das eben zu erfragen, das Teil des Profiling auch. Jetzt habe ich hier noch ganz notiert, bei dir war gleich im ersten Call der Entscheider mit dabei, also nicht irgendein Projektleiter, wo dann erst wieder irgendwo zum Entscheider laufen muss oder sonstiges. Wer konkret war das? Also nur vom Level her, war das der Geschäftsführer des Ladens oder der CIO, IT-Leiter oder was? Ob es jetzt wirklich final der Entscheider war, glaube ich, er musste sich das Budget dann doch noch irgendwo freigeben lassen, soweit ich weiß, aber er konnte zumindest so weit eigentlich sich aus dem Fenster lehnen zu sagen, okay, also da dürfte jetzt dem Ganzen nichts mehr im Wege stehen. Also da würde ich dann, also klar, es gibt in diesen Vertriebstrainings oft so das Ding, rede gleich mit dem Entscheider, also als ob der auch nicht mit 100.000 anderen Leuten reden würde. Da manchmal ist so meine Philosophie auch sogar eher eine Stufe unterm Entscheider einzusteigen, weil wenn du den überzeugt hast, dann kann der halt beim Entscheider auch ein gutes Wort für dich einlegen. Klar ist es eine Stufe mehr. Wenn der Nein sagt, dann fällst du halt eher raus.
aber erfahrungsgemäß sind die Leute einen Level drunter ein bisschen leichter mal zu einem Ja zu bewegen oder für ein Thema zu begeistern, weil die halt auch nicht von allen Leuten irgendwie ständig befeuert werden mit genau diesen Themen. Und die kannst du mal dann leichter ein bisschen überzeugen, die haben ein bisschen mehr Zeit dafür. Und wenn die dann zum Entscheider gehen, dann hat der Entscheider halt schon so einen gewissen Vertrauensvorschuss letztendlich, weil er von seinen eigenen Leuten mit diesem Thema angegangen wird. Also das kann schon auch ein Vorteil sein. Ansonsten, ich glaube, war dritte Ebene oder so. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich kenne jetzt die Strukturen intern auch nicht so genau. Ja, was ja auch viele nicht verstehen, ist, dass desto höher du gehst in der Leiter sozusagen der Unternehmensgröße, da wo auch dann häufig die meiste Musik spielt, also insgesamt vom Customer Lifetime Value, muss nicht immer sein, aber kann sein. Also wenn du mal jetzt zum Beispiel anstrebst, einfach eine vernünftige Softwarebude aufzubauen oder Dienstleister, dann solltest du auch ein paar, sag mal, in Anführungsstrichen, jetzt bitte nicht negativ, nicht verstehen, Cash-Käue dabei haben. Das bedeutet also, dass größere Firmen, die mehrere hundert Millionen Euro Umsatz machen insgesamt oder Milliarden sogar, und dann sind halt einfach die IT-Budgets ein paar Millionen Euro und davon wiederum kriegst du einen Teil ab. Und das ist halt insgesamt ein viel kleinerer Teil, als wenn du jetzt eine Firma, die 10 Millionen Euro macht im Monat, im Jahr. Und du dann mit denen ein Projekt irgendwie pitcht, das schon irgendwie 20% vom Gesamtumsatz ist oder sowas. Also sehr, sehr unwahrscheinlich. Und im Zusammenhang damit verändert sich dann auch die Entscheiderstruktur innerhalb dieses Unternehmens. Das bedeutet, der sogenannte Geschäftsführer, absoluter Entscheider, ist dann in der Regel gar nicht mehr der absolute Entscheider häufig. Nur noch auf dem Papier. Das ist dann derjenige, der irgendwo nochmal irgendwann dann die Unterschrift setzen muss. Aber der hat dann sozusagen, der ist dann Geschäftsführer einer derartig großen Firma, dass der gar nicht mehr, selbst wenn er wollte, gar nicht mehr in diese Detailentscheidungen rein könnte. Das heißt, dort wird dann delegiert, sogar ein, zwei Stufen nochmal drunter, sprich CIO, IT-Leiter oder Abteilungsleiter, Bereichsleiter, IT und so weiter. Da gibt's dann, je nachdem, wenn du 2-3 Milliarden Euro Umsatz Unternehmen targetierst, dann hast du dann mindestens nochmal 3, 4, 5 Ebenen bis zum Teamleiter, der dann teilweise schon sehr, sehr viel mitzureden hat auch. Klar, es gibt immer das finale Wort von oben nochmal, aber da ist auch Teil unseres Trainings, hier bitte gerne auch bewerben. Unsere Strategie, desto höher du kommst, desto mehr musst du auch mit Influencern oder internen, sagen wir, sogenannten Verbündeten, dir Verbündete machen und mit denen dann arbeiten, dass die dich dann quasi intern weiterverkaufen. Also letztendlich dir dort Freunde machen, intern, ja, die dann deine Verkäufer quasi sind, ja, die du eigentlich gar nicht bezahlst. Ganz im Gegenteil, die bezahlen dann dich. Also das ist jetzt etwas banal ausgedrückt, aber das sind dann nochmal einfach ganz andere Strategien als wie diese Closer-Setter-Strategien, die halt letztendlich so auf einer Ebene passieren, wo da möglich sind. Wenn du mit Zielgruppen arbeitest, die halt nur einen Entscheider haben oder maximal noch die Ehefrau, irgendwie maximal irgendwie ein paar Millionen Euro Umsatz machen oder sowas oder sogar bis hin zu mehr oder weniger, dann bist du schon fast im B2C, auch wenn es noch B2B ist, aber sozusagen der Akquiseprozess, ja, ist dann doch ein sehr anderer. Jetzt habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht, auf die möchte ich ganz eingehen. Du hast ja sehr, sehr viel gesprochen, sehr wertvolle Sachen, Tipps gegeben. Das sind zum Beispiel auch schon diesen kurzen Vertriebszyklus hinbekommen hast, von nur einer Woche vom Erstkontaktbedarfsermittlung zum Abschluss, weil du schon im ersten Call sozusagen, im Kennenlernen, Analyse-Call, so wie man den eben nennt, Strategie-Session, nennen wir den bei uns zum Beispiel, viel vorwegnehmen konntest. Das heißt, du konntest, obwohl dich der Kunde eigentlich gar nicht kannte, bist ein relativ kleiner Brand, dem Kunden das Gefühl geben, okay, das, was du jetzt von mir brauchst, weiß ich, also ich kenne die Lösung quasi fast schon besser wie du selbst, beziehungsweise ich habe es schon 100.000 Mal gemacht. Also wenn du mit mir jetzt da zusammenarbeitest, dann verbringen wir jetzt nicht 3 Monate damit, dass du mir erstmal irgendwelche Sachen beibringen musst, oder? Habe ich das so richtig verstanden? Vielleicht dann noch ein paar Punkte dazu, dass man jetzt vielleicht auch zu vielleicht Zuhörern und Zuschauern, die sich genau diese Frage stellen, wie kriege ich das hin, wenn ich noch nicht so viel Erfahrung habe oder noch nicht so viele Referenzen oder noch so viele Themen, wo ich schon so viel, dass ich das eben projizieren kann. Ja. Also ein Tipp. Das ist das Problem, was wir haben.
Ja, also sag mal so, als Freelancer oder auch als IT-Dienstleister sich ohne Erfahrung selbstständig zu machen, ist halt ein bisschen sportlich. Also irgendwas, denke ich mal, werden die meisten ja schon gemacht haben. Dann ist halt eher die Frage, welche Kunden suche ich mir dann raus? Und diese Erfahrung, die es dann braucht, die kommt einfach die kommt einfach mit der Zeit. Also da auch noch ein Punkt, also erfahrungsgemäß, wenn man gute Sachen abliefert, dann kriegt man die Kunden auch sehr schwer wieder los. Also jetzt so ein bisschen ironisch gesagt, also da ist oft viel, viel mehr Potenzial in dem Kunden drin, als es so im allerersten Projekt oder in der ersten Ausschreibung sich irgendwie darstellt. Und dann kommen da auch die Erfahrungen, weil dann, wenn ich mal in dem Bereich, wo ich mich eh schon heimisch fühle, bei dem Kunden vielleicht was Gutes abgeliefert habe, der Kunde auch gerne mal wieder zu mir zurückkommt und auch bei Bereichen, die vielleicht nicht so meine Kernkompetenz sind, fragt hier, hättest du da Interesse oder könntest du mich da auch unterstützen? Und wenn man dann auch offen kommuniziert, ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, wir können es gerne versuchen, ich glaube, wir kriegen es hin, dann wird der Kunde da eher sagen, wenn noch Musik.